Hallo Aktienfreunde, im heutigen Aktienvergleich treten British American Tobacco und Imperial Brands gegeneinander an. Gleich erfahrt ihr, wer mehr Punkte holt und am Ende des Videos analysiere ich dann noch, ob die Aktien aktuell günstig bewertet sind. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also beide Aktien kommen aus der Tabakbranche. British American Tobacco hat zurzeit eine Dividendenrendite von ca. 9,7%, während Imperial Brands aktuell eine Dividendenrendite von ca. 7,8% vorweisen kann. So, bevor es losgeht, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Vergleichskriterium, und zwar zur Kursentwicklung in den letzten 5 Jahren. Und hier ist die BAT-Aktie um ca. 13% gesunken in den letzten 5 Jahren, während die Imperial Brands Aktie hier im gleichen Zeitraum um ca. 26% gesunken ist. Damit geht der erste Punkt an British American Tobacco. Dann kommen wir zum Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren. Und hier ist die Aktie bei British American Tobacco im Durchschnitt pro Jahr um ca. 3,3% angestiegen, während die Dividende bei Imperial Brands im Durchschnitt pro Jahr um ca. 6,6% gesunken ist. Damit holt den zweiten Punkt auch British American Tobacco. Dann kommen wir zur Ausschüttungsquote auf den Free Cash Flow. Und hier hat British American Tobacco aktuell einen Wert von ca. 61%, während Imperial Brands hier aktuell einen Wert von ca. 56% hat. Damit holt hier Imperial Brands den ersten Punkt. Dann kommen wir zum Umsatzwachstum in den letzten 5 Jahren. Und hier ist der Umsatz bei BAT im Durchschnitt pro Jahr um ca. 2,5% angestiegen, während der Umsatz hier bei Imperial Brands im Durchschnitt pro Jahr um ca. 2,8% nach oben gegangen ist. Damit geht dieser Punkt an Imperial Brands. Dann kommen wir zum Gewinnwachstum in den letzten 5 Jahren. Und hier ist der Gewinn bei British American Tobacco im Durchschnitt pro Jahr um ca. 5,1% angestiegen, während der Gewinn hier bei Imperial Brands im Durchschnitt pro Jahr um ca. 0,5% nach oben gegangen ist. Und dieser Punkt geht damit an British American Tobacco. Dann kommen wir zum prognostizierten Gewinnwachstum für die kommenden 4 Geschäftsjahre. Und hier soll laut den aktuellen Analystenschätzungen der Gewinn bei British American Tobacco in den kommenden vier Jahren um ca. 10,9% Durchschnitt pro Jahr nach oben gehen, während laut den aktuellen Analystenschätzungen der Gewinn hier bei Imperial Brands in den kommenden 4 Geschäftsjahren im Durchschnitt pro Jahr um ca. 8,7% ansteigen soll. Und diesen Punkt holt damit British American Tobacco. Dann kommen wir zum aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis und hier hat die BAT-Aktie aktuell ein KGV von ca. 7,1, während die Imperial Brands Aktie hier ein KGV von 6,6 hat momentan. Und diesen Punkt holt damit Imperial Brands. Dann kommen wir zur Schuldenquote im letzten Geschäftsjahr und hier hatte die BAT-Aktie einen Wert von 48%. Während Imperial Brands hier im letzten Geschäftsjahr einen Wert hatte von ca. 77%. Und dieser Punkt geht damit an British American Tobacco. Dann kommen wir zum letzten Vergleichskriterium, und zwar zur operativen Marge im letzten Geschäftsjahr. Und hier hatte BAT einen Wert von ca. 43%, während die Imperial Brands Aktie hier einen Wert hatte von ca. 19%. Und auch der letzte Punkt geht damit an British American Tobacco. Und damit kommen wir dann zum Endergebnis und hier hat British American Tobacco unterm Strich 6 Punkte geholt, während Imperial Brands hier unterm Strich 3 Punkte einheimsen konnte. Und damit gewinnt dieses Aktienduell British American Tobacco mit 6:3 Punkten, also mit 3 Punkten Vorsprung. So, dann machen wir zum Schluss noch einen Bewertungscheck im Aktienfinder und wenn ihr euch übrigens dieses nützliche Aktienanalyse-Tool mal näher anschauen wollt, dann findet ihr dazu einen Link unter dem Video. So, jetzt in der Grafik zum fairen Wert hier im Aktienfinder seht ihr zum einen mal den Kursverlauf der British American Tobacco Aktie von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme und das ist Anfang Februar 2024 und dann haben wir noch hier die gestrichelte Linie, das ist der Verlauf des fairen Werts nach dem bereinigten Firmengewinn. Jetzt können wir erkennen, dass aktueller Kurs momentan unterhalb der gestrichelten Linie verläuft, also scheint die Aktie momentan zumindest unterbewertet zu sein, zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, dann machen wir das gleiche auch noch mit der Imperial Brands Aktie und auch hier seht ihr zum einen mal den Kursverlauf von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme und dann haben wir auch hier noch die gestrichelte Linie, auch das ist der Verlauf des Fairwerts nach dem bereinigten Firmengewinn. Jetzt können wir hier ebenfalls erkennen, dass momentan der Kurs unterhalb der gestrichelten Linie verläuft, also scheint die Aktie momentan zumindest ebenfalls unterbewertet zu sein, zumindest im Vergleich zum Fairwert bereinigt. So,
Das war es dann auch wieder mal mit diesem Video. Und hier noch zum Schluss der Hinweis: Mein Vergleich gibt nur eine persönliche Einschätzung zu den Aktien anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.